Yo, moin, ich flüht und heute, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online mit dabei ist der Chakotay! Feuerwerk! Woo. Star Trek Online, Let's Play! Es geht weiter! Ja, Kilber 8. Ja. Diese von der Hierarchie kontrolliert. Dieses von der Hierarchie kontrollierte System besteht aus 12 Planeten. Hey, hier ist viel los. Die um einen weißen Stern der F-Klasse kreisen. 3 der Planeten sind M-Klasse Planeten. Doch nur einer davon ist bewohnt. Bergbauoperationen in den hiesigen Asteroidenfeldern und Mikronebeln sind die Haupteinnahmequelle der Hierarchie in diesem System. Aber es gibt darüber hinaus auch Pläne, die übrigen Wälder auf Kinba 13 auszubeuten. Die Wissenschaftler der Hierarchie haben berechnet, dass der Kahlschlag dieser Wälder das Klima des Planeten stark beeinträchtigen würde. Doch im Hinblick auf... Jemand lockt sich ein und blockiert den Text. Doch im Hinblick auf das Scroll Kosten-Nutzen-Verhältnis scheint dieser Verlust akzeptabel. Okay, beginnen. Kinder-System patrouillieren. Genau, vom Lenon als Avatar. Ja, wo du sagst, viel los da. Wir haben auch 11 Planeten in unserem System. Ja, ja. Ja, nur bisher war es immer nur so ein Stern, Asteroidenfeld. Ja, also um das jetzt mal auszuführen kurz, warum ich sage 11, wo die meisten sagen, es sind doch nur 8 oder 9. Hinter Pluto gibt es offensichtlich noch einen Planeten und dann gibt es noch den Planetoiden X, der irgendwie so ganz seltsam um die Sonne. Planetoid X. Admiral, wir werden von einem Hierarchieschiff, das sich im System befindet, gerufen. Ah, na prima. Grüße! Ja, Grüße zurück. Servus! Kartoffelkopf. Wir haben Ihren Hilferuf empfangen. Was benötigen Sie? Ich bin ein Subunternehmer. Echt? Wirklich? Cool! Ich bin Subunternehmer Flan. Ja, Flan doch. Voll doch. Durch Beantwortung dieser Nachricht haben Sie sich bereit erklärt, Verhandlungen für eine temporäre Einstellung zu eröffnen. Echt? Ich bin da mal weg. Hab ich? Ich bin verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass folgende Gespräche aufgenommen werden. Das klingt echt wie so ein Telekom-Gespräch. Zum Mitarbeitertraining und so, weißt du? Ich habe kürzlich einen Kauf getätigt, bei dem die Übertragungsurkunde geplatzt ist. Ich benötige Hilfe beim Eskortieren dieser medizinischen Güter, während Sie für eine neue Vertragsurkunde hierfür befördert werden. Ja. Ich kann einige Komponenten an Bord meines Schiffes für Ihre Dienste entbehren. Sind Sie bereit, dieses Abkommen anzunehmen? Wollen Sie mal ein Schiff anheuern? Ich bin noch hängen geblieben bei durch diese Beantwortung dieser Nachricht haben Sie sich bereit erklärt, Verhandlungen für eine temporäre Einstellung zu eröffnen. Habe ich nicht? Wo steht das? Ja, weiß nicht, wahrscheinlich Hierarchie AGBs. Ja, aber flennen Sie, erfahren Sie mal fort. Ja, ich gehe mal auf, Sie wollen mein Schiff anheuern. Ihr Schiff wäre hervorragend für den Geleitschutz geeignet. Die ganze Sache ist nicht besonders kompliziert. Eskortieren Sie einfach meine Frachter in kleinen Gruppen zu dieser Position. Ihre Aufgabe ist es, alle feindlichen Schiffe davon abzuhalten, die Transportgüter oder unsere Schiffe in ihre Hände zu bekommen. Stimmen Sie zu? Sie erwähnten eine Bezahlung? Ein Schiff wie die USS Magellan nimmt nicht jeden Auftrag an, oder? Medizinische Hilfsgüter, sagen Sie? Ich werde Sie sicher zu Ihren Destinationen eskortieren. Man konnte das Wort Destination nicht besser übersetzen? Von Destination auf Destination? Ihrem Ziel? Ja, Zielorte oder sonst was. Bestimmungsort. Ja, Sie erwähnten eine Bezahlung? Ja, ja. Wir haben einige Komponenten in unserem Frachtraum für die Bezahlung von Vertragspartnern. Wir werden sie auf ihr Schiff transferieren, wenn der Vertrag eingehalten wurde. Die Bezahlung ist angemessen, wir kümmern uns darum.
Vielen Dank. Der erste Konvoi sollte nun jeden Augenblick ankommen. Bitte treffen Sie sich mit ihnen und eskortieren Sie sie, so wie besprochen. Ja, Wo Moment. denn? So. Da vorne irgendwo. Ich vermute mal diese Dinger hier. Muss ich mich nur daran erinnern? Was sind das für UFOs? Talaxianische Dingsies. Muss ich mich nur daran erinnern, am Anfang der Folge den Nieser rauszuschneiden. Ich hoffe, ich denk dran. Welchen Nieser? Hab kurz mein Mikrofon gemutet, damit ich dich nicht anbrülle. Achso. Was? Mail on, Captain. Diese medizinischen Vorräte gehören uns. Die Hierarchie hat unsere Credits genommen und weigerte sich dann, die Güter zu liefern, aufgrund eines kleinlichen Vertragsbruchs. Dieser Vertrag war 6000 Seiten lang. Wie könnte ich in der Lage sein, mich an jedes Wort zu erinnern, indem du es gelesen hättest? Gib mir nun diese Güter, ansonsten werde ich sie aus diesem Frachter herausschießen. Mach du mal. Ich schieß dich einfach aus deinem Schiff raus. Was hältst du davon? Verdammt, ich bin in diese Suppe reingeflogen. Sollst du das? Ich war hinter dem Schiff und er ist rausgesuppt. Kann ich nichts für. So. Ach, da ist noch einer. Oh oh. Schon wieder in diese Suppe geraten. Wie ist das eklig? Grüne Suppe. Ja, vor allem die Schiffe mit den medizinischen Gütern an Bord, das ist ja nun super ekelhaft. Ja. Oh, grüne Suppe. Die Frachter sind ja natürlich genau durchgeflogen, ist ja klar. Oh, Jetzt kurz hallo. bevor wir da sind. Oh. Gerade im rechten Moment die Schilder ausgefallen. Dum-di-dum-di-dum. Boom. So. Können wir dann Jetzt mit weiter? dem. Ja, mit dem zweiten Konvoi treffen. Der ist da hinten. Hui. Ganz sicher, ich habe irgendwie hinter mir den grünen Pfeil. Nee, hier ist der Konvoi. Ach, das andere ist der Zielpunkt oder was? Ja, der Zielpunkt ist da vorne. Das sind andere Frachter. Die sehen irgendwie aus wie Asari-Schiffe. Ich ahnte es. Es gab die Chance, dass etwas derartiges hätte passieren können, ne? Ja. Mit deinem Traktorstrahl meine Ruhe, Mensch. Meiner? Nein, hier der Melonfrachter. Der hat mich getraktorstrahlt. Das fand ich nicht schön. Hier kommen doch gleich bestimmt noch mal welche. Mich wundern, wenn nicht. Einmal im Kreis. Unserem Vertrag zufolge ist unsere Arbeit hier getan. Wir haben nun einen neuen Vertrag mit dem Melon. Wir werden also diese Güter zu unserem neuen Auftraggeber bringen. Ach, na klar. Leck mich doch. Oi. Mach niemals Verträge mit den Hazari.
Oh, 26.000 Crit. Hui! Haben die überlebt? Ja. Diese betrügerischen Verräter! Die Zentrale hat uns davor gewarnt, mit den Hazari Geschäfte abzuschließen. Ja, hättet ihr mich vorher gefragt, ich hätte euch das auch gesagt. Meine Vorgesetzten denken, dass wir ohne deren Ladung die von unserer Operation erwarteten Gewinnmargen nicht erzielen werden. Wir haben nun frühzeitig keine weitere Verwendung mehr für sie. Sie werden... Nein. Was? Werden ihnen aber die versprochene Bezahlung zukommen lassen. Ah, ich verstehe. Hoffentlich ergeben sich in Zukunft noch weitere Gelegenheiten zur Zusammenarbeit. Hoffentlich nicht. System verlassen. Und los weg hier. Okay. Oh, wieder in grün. Mhm, Tito. So, und weiter geht's ins Parkinson-System. Ja. Ich frage mich zum einen, wenn sie das in den Griff kriegen, mit den grünen Warp-Spuren. Zum anderen frage ich mich, wann endlich mal mein Schiffsname vernünftig angezeigt wird. Verdammte Axt. Tja. Ich jammer ja erst seit 3 Monaten deswegen. Oder noch länger. Das müsste schon viel länger sein. Das müsste seit den ersten Aufnahmen für Intrepid seit Juli sein. Ja, eigentlich schon länger. Das ist, seitdem es die Flottenvariante gibt, ist er schon. Pansack. Gott, was habe ich gerade gesagt? Parkinson? Oh Gott, ne, Entschuldigung. Ich hab mir gedacht, ich sag mal nicht. Gott, Entschuldigung, nee, das war keine Absicht. Pansaka 3. Das Pansaka-System ist ein beliebtes Jagdrevier unter vielen heroischen Clans. Ich glaube, ich bin hier weg. Die Urwälder auf Pansaka 6 sind Heimat einiger der wildesten Jagdräuber in diesen Quadranten. Und die Asteroidenfelder um Pansaka 3 stellen selbst für die fähigsten Captains eine Herausforderung dar. Nur die besten aller Jäger werden einen Aufenthalt im Pansaka-System überleben. Und jene, die es schaffen, können sich der Anerkennung der anderen Heroischen sicher sein. Das klingt so ein bisschen wie ein billiger Reiseführer, aber okay. Ja. Gehen wir mal rein. Ja. Augen zu und durch. Übrigens, aber Planeten tuidisch nah hier. Captain, eine aktive Vadvorbarke befindet sich in der Nähe unserer Position. Den Sensoren zufolge erschwert der Nebel, in dem sich die Barke befindet, die meisten Schiffe aufzuspüren. Wir sollten sie scannen. Vielleicht können wir so ihre Transmissionen abfangen oder Hinweise auf ihre Pläne finden. Ihre Befehle? Wir müssen mit Vorsicht vorgehen, denn wir wissen nicht, was sich sonst noch in diesem Nebel verbirgt. Setzen Sie einen Kurs auf die Barke und rufen Sie den gelben Alarm aus. Bla bla bla. Warum fragt ihr erst ihre Befehle und dann erzählt sie mir noch wieder irgendwas? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Was? Beute? Ich bin keine Beute. Bin gleich bei dir, ich muss nur mal hier hinten was einsammeln. Ja, ja. Wobei so aus der Entfernung. Ich komm schon klar, danke. Lass mich doch von so einem Apex-Schlachtschiff hier nicht vorführen. Die sind Frühstück. Die anderen Clans haben einem Waffenstillstand zugestimmt. Ich habe das nicht getan. Ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, Vadvor zu jagen. Man trifft nur sehr selten auf diese Kreaturen. Sie schlagen schnell zu und verschwinden genauso rasch. Ihn nachzustellen ist unbefriedigend. Ich suche derzeit nach anderer Beute. Aha. Aha. Die größten Jäger jagen die gefährlichsten und am schwierigsten zu fassende Beute. Wo liegt der Reiz in einer leichten Beute? Sie scheinen mit unseren Traditionen vertraut zu sein. Neuankömmling. Na schön. Ich werde mit Ihnen zusammenarbeiten. Vorerst.
Nutzen Sie die Barken in der Nähe, um die Badwar aus ihrem Versteck zu locken. Wir könnten den Nebel nutzen, um unsere Anwesenheit zu verschleiern. Ihre Schiffe werden uns nicht entdecken, bevor wir zuschlagen. Sobald unsere Beute auftaucht, werden wir zuschlagen. Und vielleicht möchtest du nochmal zuschlagen oder zuschlagen und vielleicht doch zuschlagen. Wenn Sie tatsächlich eine solche Herausforderung sind, wie Sie beschrieben haben, dann wird Ihr heutiger Tag aufregend werden, wenn wir zuschlagen. Wenn Sie hingegen keine Herausforderung darstellen, vielleicht jage ich stattdessen Sie, dann werde ich auf Sie zuschlagen. Sie werden feststellen, dass ich alles andere als eine leichte Beute sein werde. Klammer auf. Unlimited Token, Current Ship Name wird die Barke aktivieren. Punkt. Klammer zu. Oder sehr gut. Ja, komm, wir nehmen das untere. Einfach, weil es zu so kreativ ist. Ja. Die Übersetzung kriegt nicht jeder hin. Parke? Ach, da hinten. Hui. Bankensignal aktivieren. Guck mal, hallo. Hi. Oh. Sind nicht viele. Ach, die interessieren sich nicht für uns. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank. Aber das ist schön hier mit dem, Warte mal. Sie fliegen in Gruppenformation. Clever. Warte mal, warte mal, Ich warte mal, warte mag mal, warte mal, gerissene Beute. Was warte denn? mal, warte mal, warte mal, warte. Ich finde das Bild hier gerade so schön. Ich brauche ein neues Thumbnail bei über kurz oder lang. Oi. Ich finde das schön hier mit der Sonne, die so aufgeht. Tut mir leid. Mir gefällt das Bild. So. Hier näher, vielleicht an der Schiffwand, so. So. Thumbnail machen muss auch mal sein. Heroische Schiff rufen. Platz da, ich muss auch mal war hier so ein. Ja gut, das mit der Gruppenformation hattest du schon vorgelesen. Naja, nur den ersten Satz. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Dann musst du es jetzt vorlesen. Ah, das Bild ist mir auch zu unscharf, hier der Planet im Hintergrund, oder? Warte mal. Obwohl so. Also ich habe das so mit der mit dem Sonnenaufgang im Hintergrund. Das ist ganz cool. Ja, ich habe eh vor, anderes haben. Egal. Sie fliegen in Gruppenformation. Clever. Ich mag gerissene Beute. Wir müssen bei jedem Angriff eine unterschiedliche Barke verwenden, damit sie unsere Position nicht ermitteln können. Ich kann ein Programm mit einer Falle in die nächste Barke setzen, die ausgelöst wird, sobald die Wadwo ihren Warp-Antrieb aktivieren. Die Falle wird einige, aber nicht alle der Schiffe neutralisieren. Dann werden wir zuschlagen. Okay, Barkensignal aktivieren. Oh, hallo. Hi, Ah, du machst hallo. das ja schon, ne? Also. Ne, die Hälfte davon fliegt ja eh gleich wieder weg. Siehst du? Alles feige Hunde, die wat boah. Fliegst du wohl zurück in die gravimetrische Quelle? Danke. Die fliegen aber auch gerne wieder raus. Ja, nicht mit dem Traktorstrahl dran. Und wenn du Cooldown hast? Aua. Was hab mich denn da getroffen? Das hat wehgetan. Dritte Barke. Ja, okay, ich mache ja schon. Das sind nicht ganz so viele. Die Rogen. Stupide Grobiane. Ihre Bemühungen sind vergebens. Was Stupido. Ja, die beschimpfen sich jetzt gegenseitig erst noch. Achso.
Oh, guck mal, ein Scoutschiff. Hallo, Scoutschiff. Was macht ein Scoutschiff hier? Scouten. Jetzt nicht mehr. Ach, guck mal hier, schweres Wattbohr-Artillerie-Schiff-Dings. Eins. Oh, ups. Oh. Ich hab den Torpedo daneben gezielt. Und bumm. Ach, da hinten ist noch ein Unterdrückungskreuzer. Okay. Ging der erst alleine hin? Oder muss ich wieder helfen gehen? Ging der natürlich nicht alleine hin. Du machst das schon. Guck, hätten sie es von Anfang an richtig gemacht, so schnell hätte es gehen können. Oh, Nachschub. Ach, du machst das schon, ne? Ja, ja. Krieg das hin. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. So, ist das Ding jetzt da oder ist es weg? Wird da irgendwie nie so ganz schlau draus. Es war weg. Naja. Na, wo sind sie denn? Ach hier, ich nehme da das Artillerieschiff. Boom. Erledigt. Jo. Was für eine Jagd! Die Wadvor sind eine Herausforderung für jeden Jäger. Würde mein ganzer Clan die Verfolgung aufnehmen, dann wäre das ein Jagd für die Legenden. Ein Jagd. Die steht da. Ja, weiß ich. Voll ein Jagd, ey. Ich werde die anderen kontaktieren. Die Wadvor sind nun unsere Beute. Und wir werden ihre Schiffe ignorieren. Für den Moment. Aber verlassen Sie sich nicht darauf, dass dieser Pakt von Dauer sein wird. Sie zu jagen wäre eine außerordentliche Herausforderung, Admiral. Jagen Sie keine Beute, die Sie nicht töten können. Juhu! Wird das gut. Admiral, die Herojin durchsuchen die Wrackteile der Wadvor nach Trophäen. Und unsere Sensoren erfassen keine weiteren feindlichen Schiffe. Ich schlage vor, dass wir von hier verschwinden, bevor uns die Herojin in eine weitere ihrer Jagden einbeziehen wollen. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Finde aber auch gut, dass ich hier Thumbnails gemacht habe. Oh, ich habe wieder einen blauen Schweif gehabt. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, du willst also auch ein neues Thumbnail machen. Mhm. Ja, aber andere. Ganz andere. Ganz andere. Okay. Wo müssen wir denn hin? Ach, Subcommander Ray Sahin kontaktieren, unten rechts. Ach so. Nicht alle Wadvor sind Gaul gegenüber loyal gewinnt.
Gesinnt. Sind ja. Wir versuchen, die Rebellen auf unsere Seite zu bringen. Doch es scheint, dass viele einfach nur aus der Kampfzone fliehen wollen. Eine Gruppe freundlich gesinnter Wadwor hat angeboten, wertvolle Informationen gegen Amnestesie. Amnestie. Ich wollte dich nur testen. Deswegen habe ich extra gewartet. Aber Amnestesie hätte doch auch gut gepasst. Ja, nee, Anästhesie höchstens. Und erneute Ansiedlung. Was? Wertvolle Informationen gegen Amnestie und erneute Ansiedlung. Zu tauschen? Der Satz hat irgendwie kein richtiges Ende. Ich möchte, dass Sie die Verhandlungen zu Ende bringen. Sie werden sie an die an diesen Koordinaten im Geran-System treffen. Okay, ich werde einen Kurs auf das Geran-System setzen. Jo. Das aber dann das nächste Mal. Wir sind System. bei 27 Minuten. Ja, wir können aber wenigstens noch hinfliegen, ne? Ja, das können wir machen. Oben. Das ist Geran-System. Mein Schiff fliegt hier wieder Kurven bis sonst wo. Meins auch. So, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Hummel, Hummel, Mors, Mors, vielen Dank fürs Einschalten und da ist eine Sonne im Weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schönen Tag. Tschüss.